Herzlich willkommen bei inpixels.net. Wir sind heute hier zu unserer dreiteiligen Serie zum Thema Wie wechsle ich von iOS auf Android? Der erste Teil der Serie wird es damit beschäftigen, Kontakte und Kalender vom iOS-Gerät auf das Android-Gerät zu migrieren. Der zweite Teil befasst sich mit Fotos. Und im dritten Teil zeigen wir euch, welche Basis-Apps, welche Apps man auf seinem Android-Telefon drauf haben sollte. In unserem Beispiel hier auf einem iPhone mit iOS 7 gehen wir auf Einstellungen und dann runter auf iCloud. Und jetzt sehen wir hier innerhalb unseres iClouds-Ordners, den wir schon angemeldet haben, wenn ihr keine Apple-ID habt, dann meldet euch da einfach an. Es ist kostenlos. Dort seht ihr, welche Sachen man mit iCloud synchronisieren kann. Man kann hier die Mail synchronisieren, man kann Kontakte synchronisieren, man kann Kalender synchronisieren, Erinnerungen und so weiter und so fort. Für unser Beispiel, da wir Kontakte und Kalender nur übertragen wollen, sind diese beiden Optionen wichtig. Das heißt, die müssen grün sein, die müsst ihr anschalten hier im iCloud. Dann dauert das eine kleine Zeit und die Daten sollten auf der iCloud gespeichert sein. Da wir jetzt unsere Kontakte in der iCloud haben, brauchen wir natürlich im Android-Telefon eine Möglichkeit, die iCloud-Kontakte und Kalenderdaten abzufragen. Dazu gehen wir zunächst in den Play Store und suchen nach Smooth Sync. Das ist die App, oder das sind die zwei Apps, die wir brauchen. Einmal Smooth Sync for Cloud Calendar und das zweite ist Smooth Sync for Cloud Contacts. Die Kalender-App kostet 2,55 Euro und die Kontakte-App 3,59 Euro. Wenn wir diese jetzt auf unserem Telefon geladen haben, ich habe das natürlich schon gemacht, dann finden wir diese hier in unserem Portfolio an Apps wieder und können die jetzt hier einfach öffnen. Sagen wir Add New Account, geben unsere iCloud-ID ein, das ist jetzt die Kalender-App, und gehen dann auf Next und haben dann auch noch die Frage, ob wir sie in unserem Telefon speichern wollen, bestätigen das mit Ja und dann haben wir sie auf unserem Telefon. Ein weiteres Vorteil dieser App ist, dass die Kontakte immer synchron sind. Bedeutet, dass wenn ihr noch ein iPad habt beispielsweise und dort Kontakte hinzufügt mit der gleichen Apple-ID, habt ihr sie auch immer auf einem Android-Gerät. Umgekehrt funktioniert es natürlich genauso, wenn ihr auf einem Android-Gerät was hinzufügt, landet es auch auf dem iPad. Das funktioniert mit beiden Apps, sowohl mit der Contacts-App als auch mit der Kalender-App. Das heißt, mit diesen zwei Apps habt ihr schon eure Kontakte sowie euren Kalender auch auf dem Android-Gerät. Wenn ihr unsere Anleitung genau befolgt, habt ihr die Möglichkeit, die Kontakte, die ihr entweder auf dem Android-Telefon hinzugefügt habt, auf dem iPhone abzufragen oder umgekehrt genauso. Mit anderen Worten, ihr habt alle Geräte mit der iCloud synchron. Im zweiten Teil unserer Serie erfahrt ihr, wie ihr eure Fotos von eurem iPhone aufs Android-Telefon rüberbekommt. Von daher abonniert uns bei YouTube, liked uns bei Facebook.